heutigen Video werden wir mal rausfinden, wie gut ist denn ein U-Bundesligaspieler von Hertha BSC Berlin. Mit dabei habe ich noch Matthew und wir haben einige Challenges gemacht und die Jungs getestet. Like da lassen und kostenlos aber nicht vergessen. So Leute, bevor es mit den Jungs anfängt, noch ganz kurz, dieses EAFC 24 gibt es nochmal für euch zu gewinnen. Alles, was ihr dafür machen müsst, erstmal ein Video Daumen nach oben geben, kostenloses Abo da lassen, falls ihr noch nicht habt. Und Leute, gut aufpassen, während des Videos wird sich ein Wort befinden, das müsst ihr dann unten in die Kommentare kommentieren und die Gewinner werden dann sehr bald aufgelöst. Wo ihr auch noch das EAFC 24 gewinnen könnt und PlayStation Network Cards wird beim Hero Fest sein. Leute, das ist so das Gaming-Event der Schweiz. Gaming, E-Sports, Cosplay, sehr, sehr coole Shows, war auch letztes Jahr da. Und ihr wisst ja, Gaming ist einfach auch mit meiner Leidenschaft. Und ja, mit dem Link unten kommt ihr dann zu der Ticket-Page. Da könnt ihr euch die Tickets kaufen und mit dem Gutscheincode, welcher hier eingeblendet ist, spart ihr 15%. Also Leute, kommt sehr gerne vorbei, bringt eure Freunde mit und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns am 13. bis zum 15. Oktober in Bern. Und jetzt fangen wir an mit dem Video mit den Jungs in Berlin. Jo, was geht ab, mir hinten? Ich hoffe, euch geht's gut. Auf jeden Fall, ihr könnt es sehen, ich bin nicht alleine. Ich bin mit ein paar der besten Hertha-Spieler hier auf dem Platz. Mit dabei habe ich noch Matthew. Wir werden eine Challenge machen, natürlich auch der Torwart. Und das sind zwei Gruppen, Team Matthew und Team Kuba. Erstmal zu Team Kuba. Ich habe hier auf meiner linken alten Bekannten, aber nochmal einmal kurz für die Leute, die ich nicht kenne. Ich bin Mike Netzer für Kumu. Ich bin der U17 von Hertha BSC und ich spiele rechts vorne. Ich bin Selim Thele, bin 17 Jahre alt und spiele zentrales Mittelfeld. So, dann kommen wir zu Team Matthew. Also ich bin Julius Gottschalk, ich bin der U19, bin 17 Jahre und bin 10er. Ich bin Jelani Ndi, ich bin 16 Jahre alt und spiele linker Flügel. Und hier unser Specialmann, der Torwart. Ich bin Burak Özkanli, ich spiele in der U17 als Torwart für Hertha BSC. Alright Leute, und der Mann hier, er ist Torschützenkönig gewesen, ne? Topscorer. Topscorer. Letzte Saison. Also Leute, das sind auf jeden Fall alles Top-Baller und ich würde sagen, wir gehen in die erste Challenge. Vorschot, einmal auf Meter, danach zurück. Mit Tempo. Dann kriegt ihr wieder halt einen Ball von der Außen. Dann halt müsst ihr hier hinterm Hütchen verwerten, zurück. Dann kriegt ihr wieder einen Ball, dann 1 gegen 1 gehen mit dem Torwart und danach noch einen Freistoß. Männer, heute geht es nicht um 1000 Euro, aber es geht um Ruhm und Stolz. Okay, dann würde ich sagen, ich direkt auf. Yeah. Ah, nein, ich lasse euch die Bühne. Ich lasse hier die Bühne. Echt? Ja. Zwei Punkte für uns, Leute. Hey, mach dir keinen Kopf. Das ist jetzt Kameramann. Okay. Ich werde auch nicht direkt den Winkel hauen. Ey, guck mal, ich hab wenigstens was probiert. Na, Bruder, du schaffst das. Okay, locker. No pressure. Okay. Ja, klasse. Klasse. Big, big time, Leute. Merkt euch den Namen. Sehr stark. Wie steht es insgesamt? Aktuell 5-3, ja. Okay, voll noch machbar. Eine Hente. Ich habe das Ganze angefangen auf YouTube Fußball. Ich habe einen Druck hier, aber ich liebe den Druck. Ja? Ich würde sagen, ich probiere alle reinzumachen. Jawohl. Oh, gut gemacht, Lukas. Jawohl, vamos! Willenskraft. Das liegt an mir, Leute. Der natürlich, ging die erste Challenge an Team Kubanito. Matthew, was ist da los für euch? Ne? Bruder, ich habe keinen Ball angefasst den ganzen Tag. Das ist der Druck, das ist die Kamera. Aber jetzt nächste Runde, los. Wir wollen nicht lange warten. Los, das sind wir. Okay, auf jeden Fall, mir hinter die zweite Challenge. Ich zeige euch einmal vor. Und zwar mit zwei Touches. Also einmal annehmen und da boom, abschließen. So muss das aussehen. Aber ihr habt's gecheckt. Schnick, schnack, schnuck, Boys. Schön, stark, schon. Auf jeden Fall erster Schuss jetzt, Leute. Er macht den. Ja. Okay. Aber der Torwart ist echt auch gut, aber der war ein starker Schuss. Ein direkter Mann mit, oder Two-Touch finde ich ja das vom schwersten im Fußball, was geht. Oder? Was sagt er, George? 100%. Das ist die schwierigste Disziplin. Wer das kann, der kann alles. Okay, Mike. Auch stark. Und Abschluss. Ja, klasse. Ey,
Eigentlich du Touch, aber Leute, was haben wir erzählt, oder? Wir gucken erstmal, wie viele wir noch haben. Okay, okay. Erstmal guten Touch überhaupt einbauen und dann, wenn er gut liegt, linke Ecke. Alright. Top-Spieler letzte Saison gewesen. So, Mann. Touch. Oh, was für dich. Rechts auch okay. Stark. Sehr, sehr stark. Boah, stark gemacht. Aber normal, oder? Wo schießt du hin? Bruder, Hauptsache ins Tor. Sag dir ehrlich. Bruder, Hauptsache ins Tor. Einer muss ja putzen. Feierabend. Feierabend, Leute. Ich hab ja nicht gesagt, Finito. Der Ball soll da drin bleiben. Aber das ist doch einmal Leute, deswegen war der Mann Profi, meine Damen und Herren. Zecke Neuendorf. Muchas gracias, afición. Ich bin para vosotros. Die Runde geht auf jeden Fall wieder an Team Cubanico. Aber Männer, sollen wir so machen, dass in der letzten Chance sich alles entscheidet? Ja. Um Rom und Dresden? Ja, das ist voll unfair. Ihr seid alle austrainiert. Er hat extra mich geholt, damit wir sind. Mach mal hier faire Dings, Final-Challenge. Ja. Okay, was sollen wir machen, Freischüsse schießen? Guck mal, wir können die jetzt richtig ärgern, wenn wir das gewinnen. Check dir, wir können jetzt richtig ärgern. Einfach nur so sicher Ecke einschieben oder wir müssen nichts Besonderes. Wir müssen nicht winken oder so. Okay. Nur Tor, Digga, nur Tor. Okay, wir müssen ihnen eine Lektion zeigen. Ich wir brauchen keine Teambesprechung, wir sind Macher. Wir schaffen das. Er holt mich untrainiert. Er trainiert jeden Tag. Was soll das, ja? Wer hat noch nicht geschnackt? Schön. Na, fangen wir an. Das ist ein Topscorer. Erster Schuss, first try, oben links. Mimo, normalerweise ist er 6er, 8er, aber ich glaube an deine Technik, ich glaube an deine Fähigkeiten. Ich glaube auch, du hast das eine oder andere Kubernetes-Video geschaut, weißt du, wie man Freischüsse schießt. Also Bruder, enttäusch mich nicht. Also, Trainer, eventuell mal den Mann hier schießen lassen bei den Standards. Ja, kannst du schießen lassen. Nein. Wenn wir jetzt gut machen, du auch noch reinmachst, dann muss ich nicht reinmachen. Mach dann haben wir gewonnen. Du machst das, okay? Easy. Damals aufgefallen beim U15, Cancun Cup hier in Berlin. Der Mann hat die Skills. Warum, weshalb, das zeige ich euch jetzt. Und zu Recht, meine Damen und Herren. So schießt man Dinge. That's my guy. My guy. So, Matthew, don't jump, baby boy. Wo geht die Reise hin? Ins Tor. Okay. Uncool, yo. Uncool. Ganz locker, easy oben links. Ah, er kratzt ihn. Mi gente, es war ein Draw, es war ein Unentschieden. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr dunkel, ich weiß. Aber jetzt wird entschieden und zwar per Lattenschuss. Wer zuerst die Latte trifft, ich würde sagen, für die letzte Disziplin machen wir nochmal Schnick, Schnack, Schnuck. Okay. Okay. Als Team Captain, der dann anfängt, der hat auch dann Vorteil. Sehr schön. Okay, also okay, warte. Anfangen, ne? Nein, nein. Weil wenn der Erste, wo trifft, ja, aber wir haben gewonnen. Doch auch noch einen Schuss. Nein, Bruder, der Erste. Hä? Ohne Nachziehen. Ja, ohne Nachziehen. Ohne Nachziehen. Was machen wir denn da? Mach's. Komm, Junge. Wunderbar. Oh! So, Mikey. Aber Mikey, mach jetzt zu Ende. Du machst das, Junge. Ich glaube an dich. Du machst das. Ja. Habt ihr gehört, was Mike gesagt hat? Mike sagt nochmal. Richtig Challenge haben wir gewonnen. So. Eben. Das ist jetzt so für deren Gefühl, so, damit die gut nach Hause gehen können, also schlafen können. Also, eigentlich haben die recht, ich will gar nicht links, rechts sitzen, ihr wisst schon. Es hat sehr, sehr Spaß gemacht. Wollt ihr noch irgendwas was sagen? Jemanden grüßen oder so? Ich grüße meine 7. Mannschaft, inklusive Niklas Hellebrand und Enoch. Ja, genau. Ich stelle noch jemanden auf. Auf jeden Fall danke, dass wir da sein durften. Und ja, das ist dein Herz. Danke. Vielen, vielen Dank. Gerne. Jungs, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Schreibt gerne unten in die Kommentare, ob wir das nochmal machen sollen. Mit Hashtag HerthaBSC. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns. Kostenloses Abo da lassen. Ja.